Herzlich willkommen zu meinem Videokurs. Mein Name ist Sascha Salvati und ich möchte dir mit diesem Videokurs all das beibringen, was ich in den letzten 11 Jahren auf über 500 Hochzeiten erlebt habe. Und ich habe wirklich alles Mögliche erlebt. Ich habe die wunderschönsten Traumhochzeiten erlebt, aber ich habe auch erlebt, wie Bräute ihre Trauzeuginnen anschreien, hysterisch anschreien, weil die Haare nicht wieder vernünftig hinbekommt. Ich habe erlebt, dass Hochzeitsgesellschaften nach kürzester Zeit einfach wieder nach Hause gegangen sind. Ich habe alles Mögliche an Fails erlebt, aber ich habe auch richtig, richtig coole und schöne Sachen erlebt. Und ich weiß genau, wie man eine Hochzeit organisiert und das möchte ich dir heute beibringen. In diesem Videokurs habe ich einige Themen vorbereitet. Und zwar das Thema Vorbereitung. Das bedeutet Wahl der Trauzeugen, Budget und Finanzierung, ganz, ganz wichtiges Thema. Ich werde dir übrigens auch erklären, dass du für eine wunderschöne Hochzeit nicht immer unendlich viel Geld ausgeben musst. Die Wahl der Location, Auswahl der Gäste, Anfertigen von Einladungskarten, Kleid, Ringe, Anzug des Bräutigams und vor allen Dingen werde ich dir einiges erzählen zum richtigen Mindset bei der Organisation und vor allen Dingen dann am Abend deiner Party. Deiner Trauung, das ist das Wichtigste, dass du ein positives Mindset hast, weil damit entscheidet sich im Prinzip, ob du diesen Tag, diesen großen Tag als Erfolg wahrnimmst oder ob du nur gestresst bist und von deiner eigenen Hochzeit überhaupt nichts mitbekommst. Ich höre das nämlich immer wieder von Brautpaaren, die haben ihre eigene Hochzeit gar nicht mitbekommen und erinnern sich eigentlich kaum. Und es lag nicht nur am Alkohol, ja, auf der Party dann. Ich werde dir was über Dienstleister erzählen. Ich bin ja im Prinzip auch ein Dienstleister als Musiker. Aber ich werde dir auch viel erzählen über Make-up und Haare, Trauredner, DJ, natürlich über uns Musiker, über das Essen, über die Filmer, die Fotografen, über das Thema Fotobox, über das Fahrzeug, das euch zur Trauung und zur Party bringt. Ich erzähle euch wichtige Infos zum Thema Verträge mit Dienstleistern. Das ist wirklich ein unglaublich wichtiges Thema und zum Thema Licht und Dekoration in der Location, mega, mega wichtig und natürlich allgemeine Sachen zum Umgang mit den Dienstleistern, damit ihr einen entspannten Tag habt und euch nicht so stressen müsst. Ich erzähle euch zum Thema Trauung, welche Trauungslocation für euch die richtige ist, wann ihr euch trauen solltet, wer sollte euch trauen. Welche Musik sollte auf eurer Hochzeit gespielt werden? In welchem Ambiente soll das stattfinden und mit welchem Ablauf? Wen solltet ihr einladen? Mega wichtig. Ich glaube, das ist ein wichtiges Thema. Da gibt es auch viele Diskussionen drum. Und natürlich das Thema draußen oder drinnen. Das Thema Rituale kommt auch noch. Also das ist ein Thema für die Trauung. Und dann geht es natürlich zur Abendveranstaltung. Das bedeutet, ich werde euch einiges erzählen über das Thema Location, also Abendlocation, den Ablauf, den Empfang bei der Abendveranstaltung, auch nochmal was zur Wahl der Gäste, zur Candy Bar, zur Torte, zum Essen im Allgemeinen, zum Thema Ansprachen, zum Thema Videoshows und Brauttanz natürlich, zum Thema Spiele habe ich auch einiges zu sagen, zusätzliche Ideen zum Abendprogramm, welche Anweisungen ihr dem DJ auf jeden Fall geben solltet, damit der eure Hochzeit nicht ruiniert. Ja? Zum Thema Band, zum Thema Fotograf auf der Party und natürlich zum Thema Einfluss des Brautpaares auf die gesamte Party. Ich glaube, viele Brautpaare unterschätzen manchmal, wie viel Einfluss sie eigentlich haben auf den Erfolg dieses Abends. Und da sind wir wieder beim Thema Mindset. Und natürlich zum Thema Verhalten des Brautpaares auf der zur Hochzeitsgesellschaft. Genau, das Verhalten des Brautpaares gegenüber der Hochzeitsgesellschaft. Und das sind einige Themen. Das heißt, lehn dich zurück. Ich hoffe, ich kann dir helfen, mit meiner Erfahrung eine wunderschöne Traumhochzeit zu feiern. Und jetzt gehen wir einfach mal zum ersten Thema.